Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Paper Mario. Ja, ich bin immer noch verschnupft, wie man wohl hören kann. Und ja. Naja. Wir haben ja im letzten Part Don Raphael gefunden. Der wird uns ja jetzt hoffentlich den Weg zum Vulkan ebnen. Also ja, hier und so, ne? Mir ist jetzt schon aufgefallen, die letzten 30 oder, naja, 20 Parts sind die Videos so klein. Da hat das Format irgendwie gewechselt, ohne dass ich eine Einstellung geändert habe. Das ist seltsam. Ich hatte gehofft, das ist nur so eine Modeerscheinung und das wechselt dann von alleine, aber irgendwie scheint das nicht zu gehen. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt für euch so störend ist, dass die Videos ein bisschen kleiner sind. Eigentlich fällt das ja kaum auf. Aber naja, mich stört es eigentlich schon so ein bisschen, aber ich habe schon so viel ausprobiert, irgendwie kann ich da nichts gegen tun. Und es betrifft ja eigentlich auch nur Paper Mario so stark. Wenn man zum Beispiel Luigi's Mansion anguckt, da hat sich kaum was verändert. Da ist nur so ein Millimeter unten weiter nach oben und oben ein, zwei Millimeter und das war's. Ja, noch nicht mal ein Millimeter. Aber hier ist ja ganz viel. Naja, vielleicht kann mir da einer helfen, ich weiß es ja nicht. Vielleicht auch erst sehr viel später, oder es gibt sich von alleine. Man munkelt. Egal, reden wir erstmal wieder mit Don Raphael. Verstanden, gut. Sind alle bereit? Und nun, Herr Boxers, an die Arbeit. Ich weiß, ich habe im letzten Part seine Stimme öfter mal anders gelesen, weil ich es mir nicht merken konnte, aber... Naja, ja, alle müssen mithelfen. Das wird nicht lange dauern. Oh, er kommt auch wieder. Hm, was zum Henker? Ja, die Stimme kriege ich gerade gar nicht so gut hin. Kra, kra, kra! Was war denn gerade? Was zum... Fertig, kra! Alles klar, du kannst jetzt den Vulkan erreichen. Da wird noch einer. Oh, herausragend, wirklich, es scheint, als könnten wir nun den Vulkan betreten. Was ein Glück, nicht Mario, ich werde keine Sekunde länger warten. Die Schätze der Vergangenheit rufen nach mir, vorwärts. Los, Indiana Jones. Colorado, Entschuldigung. Professor Colorado. Dieser Cooper, was für ein Draufgänger, stürzt sich einfach so in den Vulkan. Er ist kühn, das muss man ihm lassen. Kühn und völlig durchgeknallt. Aber genug jetzt. Ich will dir nur den wichtigen Gegenstand geben, von dem ich sprach. Hier, nimm ihn. Das ist ein Ultrastein. Ich habe ihn vor langer Zeit in den Tiefen dieses Dschungels gefunden. Jetzt, da du diesen Stein hast, finde einen Superblock. Dort kannst du einen deiner Freunde zum Super... vom Superrang in den Ultrarang erheben. Die Erstarkung deiner Freunde ist der Schlüssel zum Erfolg. Traue mir, dies hat mir ein Stern im Traum verraten. Setz ihn weiser ein, ich muss nun gehen. Over und aus. Kann ich damit nur einen Freund in den Hyper... in den Ultrarang aufheben? Das wäre ein bisschen blöd. Nee, nicht Ohren, Items. Ein Stein, der einen deiner Freunde in Ultrarang erhebt. Okay. Bin ja mal gespannt, wie das dann wird. Hast du noch was zu sagen? Kra, 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 kra! Nicht wirklich. Ach, jetzt wird man doch nochmal geheilt. Ja, ist es denn? Vielleicht auch nochmal speichern, das wäre ja ganz super. Na, zurück wollen wir noch nicht. Ja. Wenn ich mir so die Aufnahme angucke, habe ich das Gefühl, das Bild in der Aufnahme ist jetzt wieder besser als das auf dem Fernseher. Das freut mich ja eigentlich, aber irgendwie ist das auch komisch. Identifiziert als Mario. Alarm! Sofortiger Report! Alarm! Alarm! Okay.
ist auch schon hier. Ich fühle Gefahr. Aber alle Abenteurer sind gefährlich. Also was soll's? Wir müssen weiter vordringen, um uns mit der Entdeckung unbekannter Schätze rühmen zu können. Ja! Was ist mit dem Felsen los? Er ist in der Lava versunken. Sagst du noch was? Bitte, Nacht, geh nur voraus, Alter, ja, ganz schön heiß hier drin. Ja, wenn ich jetzt verschnupft bin, man merkt es ja, man kann, es ist ziemlich schwer, seine Stimme zu machen. Wo geht's jetzt weiter? Oh, da kommt eine Plattform, okay. Yay. Ich hätte vorher speichern können, aber naja, ich habe ja jetzt nicht so viel erreicht. Kann ich alles aufs Screen nachholen. Boah, ich würde mich gerne jetzt noch gegen den kämpfen, habe ich also wenig Lust drauf. Oh, schon durch. War ja nicht so viel. Schwierig. Boo, was machst du denn da? Ich weiß. Mist. Ich müsste ja eigentlich mit Sushi rumlaufen, merke ich gerade. Ich weiß auch gar nicht, ob ich jetzt kämpfen soll. Ich habe wirklich auch keine Lust auf den Kampf. Nur einer? Da habe ich ja schon mal dreimal keine Lust. Ich hab sowas von keine Lust. Das glaubt ihr gar nicht. Nein, ich hab keine Lust. Ich habe irgendwie immer das Gefühl, das ganze Spiel lang, ich bin unterlevelt. Aber irgendwie kann das auch nicht sein. Wie zum komme ich denn wieder da? Ah, okay. Hä? Hier geht's auch noch hin? Oh, die tollsten Geheimnisse finden wir hier. Obwohl es eigentlich an der Zeit wäre, den neuen Hammer zu finden. Also ich denke mal, es gibt einen neuen Hammer, wenn die Blöcke schon so komisch aussehen. Das ist eigentlich nur die einzig logische Schlussfolgerung. Gott. Dieser Vulkan ist irgendwie ganz schön verwirrend. Hast du mal an der Waffe vorbeigeschlichen? Laufe ich eigentlich noch richtig oder laufe ich hier hin und her und total sinnlos? Oh. Genau. Warum denn nicht? Humpfer. Wieso ist er denn jetzt nicht geschrumpft? Ah, das reicht nur nicht mal, ich fass es nicht. Hat doch genau ein KP übrig, sonst hätten wir die eigentlich gut besiegen können. Oh, ich hab doch geblockt. Hatte schon nicht allzu gute Laune und dachte mit dem Let's Play in hier, wenn ich hier zocke, ist es besser, aber irgendwie. Was zum? Wo kommst du denn auf einmal her? Oh. Hat doch auch überhaupt keinen Sinn, weil ich auch einfach keine Chance habe. Ja, doch habe ich schon, aber kommt sofort darauf der Bosskampf, also es macht keinen Sinn. Oder wie viele Sternpunkte habe ich jetzt? 24, nee. Macht doch keinen Sinn. Wo kommst du denn jetzt her, hä?
bist doch total neben mir gespawnt. Hättest du doch gar nicht als Gegner in Frage kommen können. Oh Mann, nee. Nee, jetzt speichere ich nicht. Ah, okay. Da ist also ein relativ wichtiges Item, was ich holen muss. Feuerschild, okay. Wo geht's denn jetzt hier hin? Hier waren wir ja noch nicht. Dieser Vulkan, der ist ja so verwirrend. Ah ja, ab und zu muss ich mich nochmal vergewissern, dass die Aufnahme noch läuft. Was zum? Ach so, hier geht's schon wieder weiter. Da überall sind diese Blöcke. Ah. Wo ist denn mal der Hammer? Langsam müssen wir mal den Hammer finden. Hä? Was macht der jetzt hier? Meine vielbewährte Institution sagt mir, Intuition, dass uns große Entdeckungen bevorstehen. Aber dieser geheimnisvolle Block versperrt uns den Weg. Verflucht, was sollen wir denn tun? Ja, Colorado, das frage ich mich auch schon die ganze Zeit. Naja, ich bin ja hier sowieso vom Weg abgekommen. Eigentlich war es ja erst geplant, hier mal hinzugucken. Oder auch nicht. Oh. Den habe ich gar nicht gesehen. Ich dachte, da wäre noch Platz. Wieso kommen jetzt hier überall diese Blöcke? Ja, ich war noch aufgestuft werden. Ich will schneller so aufgestuft werden. Ich glaube, es wäre am besten, Bombett in den Ultra-Rang aufzustufen. Ja. Ich weiß gar nicht, ob wir es schaffen werden, alle Helfer in den Ultra-Rang aufzustufen, weil... Na, ihr wisst ja, Barakari ist ja noch nicht mal in den Super-Rang aufgestuft. Bewegt sie sich jetzt schneller oder kommt mir das nur so vor? Also auf jeden Fall brauche ich den Hammer. Ja, bleibt doch mal ruhig hier. Es geht für euch beide. Ach Gottchen. Wo ist denn dieser Hammer? Ich war doch jetzt überall. Wo kann der noch sein? Gehen wir nochmal hier runter, haben wir noch Zeit. Da waren wir ja auch bis zum Ende, da war ja dann so ein Lagersee. Hier ist diese äußerst nervige Piranha-Pflanze, die ich jetzt gekonnt ausgetrickst habe. Hier ist ja noch eine ganz andere nervige Pflanze. Hier geht's auch nicht weiter. Dieser Raum. Er macht einfach... Ja, spawn mal genau in der Wand, damit du gegen mich kämpfen kannst. Also, jetzt hab ich keinen Bock mehr hier. Sieben? Also hätte ich mir jetzt ein bisschen mehr erhofft. Na gut, wir sind jetzt beide in einem Zug weg. Und die BP auch fast. Ja, wie komme ich denn da hoch? Ein Rätsel.
Das größte Rätsel ist eigentlich, rauszufinden, wo sich dieser Hamm befindet. Ja, speichern wir jetzt nochmal. Saven? Ja, saven. Gut, dann würde ich sagen, hoffentlich bis zum nächsten Mal, wo wir dann auch den Hammer hier finden. Also, tschüss!